Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt. Oh, wir hatten nicht mal den Knochen. Oh. Ich wusste, wir haben Ich irgendwas hab den aber auch vergessen. nicht gesehen. Vielleicht möchte Pazuzu mitspielen. Sie hat aktuell keinen Computer. Sie hat schon geschrieben, frühestens im Juli hat sie wieder ihren Computer. Und dann meinte sie, könnten wir ja mal wieder ein, zwei Ründchen zusammenspielen. Yay. Nö, weiß ich noch nicht. Aber ich vermisse etwas deine Zwitscherpieps im Hintergrund. Ja, die sind aktuell still, weil es bei mir dunkel ist. Persüse vermisst meine Vögelis. Oh. Ja, sie hat gesagt, sie vermisst etwas meine Zwitscherpieps im Hintergrund. Natürlich auch eine süße Bezeichnung. Und uns Ja, natürlich hörst du auch, mich? Foxy. Also, ne, das darf man nicht vergessen. Ja, bist du. Ich habe schon mal eine Versteckmöglichkeit gefunden, im Raum links direkt. Bin den Garagen auch. Licht ist an, beziehungsweise Strom ist an. Wie alt bist du? Wo bist du? Okay, also ich sehe hier gerade weder Knochen noch das Cursed Object. Wobei ich natürlich auch ein Talent dafür habe, das Cursed Object einfach mal zu übersehen, selbst wenn es dieser fette Zirkel ist, der genau vor meiner Nase liegt. Ich habe jetzt auf dem Dachboden weder Cursed Object noch Knochen bisher gefunden. Der hat hier was gebrochen. Der hat hier das Licht ausgemacht im Waschraum. Ich hab's eben gerade angemacht. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Aber wie gesagt, der hat hier was gemacht und hier vorne in der Toilette. Wieder im Flur, Geist. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Dieser doofe Tisch immer. Wie alt bist du? Also reden wir da definitiv nicht. Ich habe das Cursed Object. Er hat Ich im höre was Bad auf. gerade genau was angemacht. Schmutzwasser. Gerade eben, als ich rausgegangen bin. Kenne die ganzen neuen Geister auch noch nicht. Fehlt nur der Knochen. Seitdem die Lichter nur noch in der Nähe flackern, sterbe ich ständig. Oh. Ja, es war verdammt schwer, mich daran zu gewöhnen. Sagen wir mal so, Foxy ist, glaube ich, zu 90% der Fälle daran, ich sag mal in Anführungsstrichen, schuld, dass ich überhaupt überlebe. Und dass ich mich überhaupt einigermaßen zurechtfinden kann mit diesen ganzen Updates. Yay. Hast du den Schädel im Sicherungskasten nicht gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Oder die Voodoo-Puppe? Nein. Hab ich wirklich nicht. Hör auf, mich auszulachen. Ich hab doch gar nichts getan.
Oder zumindest nichts getan, was das Lachen rechtfertigen würde. Wobei doch, hast recht, wenn ich das schon übersehe. Übrigens, Pasüsi stirbt wohl ständig. Das heißt, du wirst ihr wahrscheinlich helfen müssen, nicht ständig zu sterben. Sagen wir mal so, du bist in 90% aller Fälle, die der Geist hantet, schuld daran, dass ich überhaupt überlebe. Also ich denke ja. Oh, ich bin dann schuld daran, dass du überlebst. Ja, in Anführungsstrichen schuld. Also du hast es tatsächlich geschafft, dass ich so weit zurechtkomme, dass ich 90% der Hans mittlerweile überlebe. Bedenke mal, wie es am Anfang der ganzen Updates war. Ich bin doch ständig gestorben. Oder bin ständig weggerannt, obwohl es nur ein Event war, weil ich dachte, der huntet, weil ich es nicht einschätzen konnte. Ja, das passiert aber jetzt neuerdings ständig. Man muss einfach darauf Also. achten, schließt sich die Haustür und hört sich der Geist anders an. Ja, aber das erstmal reinbekommen, ne? Und das erstmal Ja, ich kenne auch rausfinden. erst. Also Räucherstäbchen während der Jagd. Wir kommen während der Jagd, macht man dann gleichzeitig. Stimmt. Dann nehmen wir nochmal das zweite Buch mit. Gerade als ich mich dazu entschieden habe, das zweite Buch mitzunehmen, sagst du durch Buch. Sehr nice. Also keine Spiritbox, dafür aber Buch. Hast ja schon ein Foto gemacht, ne? Ja. Gut. Es könnte Revenant oder ein Shade sein. Ja, was hatten wir denn noch an Beweisen? Nein, ich habe nur Geisterbox ausgeixt. Ach so. Ja, der hat geklopft. Ja, schon das zweite Nochmal. Mal, aber. Zum dritten Keine Mal, gehört. aber. Nee. Alter, Junge! Sag. Das ist kein Revenant Shade. oder Shade? Das ist kein Shade. Definitiv nicht, oder? Revenant oder Shade? Warte mal. EMF-5 für ein Shade. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben Geisterbuch. Oder wir haben kein Orb. Es kann nur ein Shade sein. Warte, wir haben doch nur Geisteropfer. Was haben wir denn noch? EMF-5. Oh. Shade. Hä, aber was fehlt denn noch? Jagd. Nee, jagd, 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 jagd. Komm, Shady Shade, lass die Nemi in Ruhe. Wo kann ich mich verstecken? Mord zum Verstecken. Aber wieso Shade? Wo kann ich mich verstecken? Gute Retter mir vorbei mit dem Safe Spot. Ja, ich hab das nicht mitbekommen, dass du dich schon versteckt hattest. Ich bin in mein übliches Versteck nach ganz hinten hier hingerannt, wo dieser Ofen ist. Warte mal, wenn es ein Shade ist, dann haben wir doch Gefriertemperaturen. Definitiv, der hätte uns sonst gekriegt, einen von uns mindestens. Das weiß ich. Ich war halt im Buch gerade drin, im Journal und ich hab die Taste so schnell nicht bekommen, weil ich gerade mit etwas Panik war. Ja.
zu. Gestern Fingerabdrücke. Ein sehr seltsamer Shade. Der macht zu viel. Alter, hab ich mich gerade verjagt. Versuchst du, das kannst du nicht machen. Alter. Wir haben nur 0,9. Nein, Waschräumchen ist er nicht. Foxy, Pazuzu hat gerade etwas geschafft, woran du mit diesen ganzen Horror-Sounds bei mir ständig scheiterst. Ich habe mich gerade so verjagt, einfach nur weil sie Baby Shark angemacht hat. Na dann. Das kam in so einer. Unter 0,7. Das kam in so einer Lautstärke rein. Also keine Gefrier, das heißt doch ein anderer. 0,4. Es wird kälter, 0,3. 1,5. Aber das kam halt echt in so einer Lautstärke reingeknallt, ey. Ah, ich hab mich so verjagt. 0,1. Und solange es nicht bei der Hand passiert, oh Gott. Also um die 0 Grad haben wir hier, aber keine Gefriertemperatur an sich. Ist halt jetzt die Frage, ne? Wir kriegen keine Gefriertemperaturen rein. Also, ist es jetzt ein Shade oder nicht? Und was würdest du davon tippen? Spirit wäre Geisterbox. Sonst versuch doch die Geisterbox noch mal, vielleicht auch in den Nebengeräuschen, in den Nebenräumen. Oh Gott. Was ist los mit mir heute? Jetzt kann ich die Tür hier berühren. Ja, ich komme gleich nochmal rein mit UV. Box. Also doch, Box. Dann haben wir einen Spirit. Das ist so unfair. Die ganze Zeit wollte der nicht reden da oben. Obwohl ich allein im Zimmer war. Könnt ihr mal eine Map machen, die ich noch nicht kenne? Kriegen wir bestimmt gleich hin. Geist ist doof. Warum klang er männlich? Das war das kleine Kind. Weiß ich nicht. Ich weiß auch schon, welche Map wir spielen. Der hat sich angehört wie ein Kettenraucher.